Hallo und herzlich willkommen. Ja, ganz quick and dirty mal wieder mal eine Runde World of Tanks. Ja, mein Name ist Alex Maxim und ja, wir zocken wieder mal eine Runde World of Tanks. Viele, die mich ja noch kennen oder viele Abonnenten, die kennen ja das Spiel, als ich noch den alten Namen hatte. Und ja, ich habe mir einfach mal gedacht, ganz ehrlich, wir machen mal so ein bisschen hier, für die guten alten Zeiten spielen wir mal wieder ein bisschen World of Tanks. Einfach mal so, das wird jetzt keine Serie oder so, kein Let's Play. Das ist jetzt auch nicht mein Let's Play-Account, sondern hier mein privater Account, wo ich mit dem Aska immer zusammengezockt habe. Aber auf jeden Fall gibt mal wieder ein bisschen World of Tanks. Und da starten wir auch noch direkt ins Gefecht mit unserem M4 Sherman Panzer. Und ja, ich freue mich. Ich habe Bock. Und dann wollen wir mal ein bisschen zocken. Ja. Aber, was soll's, ne? Das wird natürlich jetzt auch ein Let's Fail, also so ein bisschen, weil, ehrlich gesagt, ich habe echt ein bisschen, wie soll ich sagen? So gut, habe ich nie World of Tanks gespielt und ich habe jetzt schon seit, boah, lass mich nicht lügen, also halt, seit 2 Jahren kein World of Tanks mehr gespielt. Hab's mir runtergeladen. Ich kenne die neuen Karten auch alle nicht. Das ist alles hier ganz locker lässig. Ich habe alles auf höchste Grafikstufe gestellt. Seht ihr ja auch. Ich wollte mal meinen neuen PC ein bisschen ausreizen. Ja, ich weiß, World of Tanks ist jetzt nicht das Spiel, wo man jetzt unbedingt die Grafikkarte mit ausreizt, was jetzt so ein Benchmark ist, aber trotzdem ist es natürlich schön, wenn man sowas mal machen kann. Und die Framerate kackt trotzdem nicht ab. Was natürlich gut ist. Und ich weiß gar nicht, was ich hier mache und warum. Scheiße. Das ist das wieder. Hier zocken und spielen. Alles gemeinsam. Das ist natürlich dann so eine Sache. Nur ich, wie gesagt, ich habe halt gedacht, ich wollte mal wieder ein bisschen World of Tanks bringen. Und vor allem, ich wollte auch mal World of Warships spielen. Da muss ich mich mal ein bisschen reinfrickeln, wie ich das mache. Aber da werde ich auch nochmal gucken. Und was ich halt gerne auch noch hätte, wäre, wenn ich meinen anderen Account noch umbenennen könnte. Das wäre natürlich cool, auf eine Art. Aber ich weiß nicht so ganz, ob das geht. Da muss ich mal vielleicht am Support schreiben, irgendwie wargaming.net oder so, keine Ahnung. Und Motor wurde beschädigt, der zieht nicht mehr. Jawohl. Natürlich, und ich fahre hier mitten ins Feindfeuer rein. Ja, schön. Wunderschön. Ist natürlich toll. Jetzt haben wir hier, laufen wir nur noch auf einem Zylinder oder auf, weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich fahre jetzt einfach mal hier den, ach du Scheiße, sind wir langsam. Ach du Kacke, ne. Ja, auf jeden Fall einfach mal quick and dirty hier, eine Runde, World of Tanks. Und dieses Mal auch, in guter Grafik und ich werde das auch alles, die Grafik wird sich halt extrem verbessern und auch die Videoqualität. Und das ist natürlich dann ganz okay, ganz gut. Und wir tuckern hier lang. Na, der Motor hört sich nicht ganz so gut an. Um ehrlich zu sein, der hört sich nicht ganz so gut an. Mal gucken, ob wir jetzt hier schon gleich ein bisschen eingreifen können und vielleicht mal den Feind unter Feuer nehmen. Und Aska, wenn du das mal siehst, melde dich mal wieder bei mir. Dann könnten wir gerne mal wieder eine Runde zocken. Also da hätte ich definitiv Bock drauf. Also falls du das siehst, melde dich. Weil ich komme nämlich in meinen alten Skype-Account nicht mehr rein. Oder doch, ich habe es noch nicht versucht, aber ich habe den irgendwie verlegt, die Daten. Und ja, kennt ihr das irgendwie, wenn ihr euch irgendwo angemeldet habt und so und irgendwie, weiß ich nicht, gar keine Übersicht mehr habt über eure ganzen
E-Mail-Adressen und alles. Also mir geht das manchmal so. Bei mir ist das echt manchmal schlimm. Also wirklich schlimm. Also ich habe, glaube ich, irgendwie 4 E-Mail-Adressen. Eine für halt geschäftliche Sachen halt, beruflich und so weiter, für Bewerben und so. Dann noch eine, die ich halt privat nutze, und dann noch eine, die ich dann noch anderweitig nutze, also jetzt dann auch für irgendwelche, wo ich mich bei irgendwelchen Sachen mit anmelde, wo mir das dann alles scheißegal ist. Und dann habe ich nochmal eine extra, weil ich dann auch noch einen zweiten YouTube-Account habe, einen privaten, also halt, wo ich dann halt YouTube nur gucke. Und ja, ganz komisch. Weil früher gab es ja auch das, dass man jeweils einen einzelnen Account haben musste. Er ging voll durch ihre Panzerung. So, komm her. Zack. Der verzieht sich. Ist auch besser für ihn. Komm her. Komm, fahr rüber. Ich hab dich. Ja, der wird dann noch von der anderen Seite beschossen. Der wird ja noch von der anderen Seite beschossen. Wo kommt das her? Scheiße. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja. Fahrzeug zerstört. Da haben wir ordentlich einen von... Den habe ich gar nicht gesehen. Ey, scheiße. Habt ihr den gesehen? Ich habe den nicht gesehen. Scheiße. Dann wollen wir mal wieder zurück zur Garage. Wie gesagt, wird auch nur eine ganz kurze Folge. Eine Folge. Aber vielleicht mache ich dann auch mal weiter. Also ich habe jetzt auch mal die alten Folgen alle mit Thumbnails gemacht, alles ganz schön. Und ja, wir haben hier einen neuen russischen Panzer. Den könnten wir uns natürlich mal angucken, aber nee, ich glaube, wir spielen jetzt hier den T-67 Jagdpanzer. Spielen wir nochmal eine Runde, dann wollen wir mal sehen, ne, wie das hier sich, was das hier wird, ne. Dum 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 da da dum da da dum da da dum da 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 dum da da dum. Yeah, World of World of Tanks. World of Tanks, World of Tanks. La 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 la. Ich fail jetzt mal eine Runde und helf meinem Team nicht, weil ich so schlecht bin in dem Spiel. Also ich war in World of Warplanes, war ich definitiv besser als in World of Tanks. Also das muss man echt sagen. Ich weiß nicht warum. Also World of Tanks ist auch so ein bisschen so ein Geduldsspiel, muss man sagen. Also es ist halt langsamer. Man muss sich ein bisschen mehr taktisch vorgehen und ich bin mehr so der Hau drauf Typ. Los geht's. So, und wir... Und natürlich die Kartenkenntnis. Es gibt einfach so viele Karten und es sind einige Updates gekommen, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe, und ja, das ist natürlich dann so eine Sache. Ich folge jetzt einfach mal hier dem anderen Jagdpanzer, da mache ich, glaube ich, nichts verkehrt. Das ist ein Hetzer. Oh, scheiße. Ich kriege hier ordentlich einen vom Latz. Kette beschädigt. Motor wurde beschädigt. Ja. Und das passiert, wenn man die Karte nicht kennt. Ja, schön. Wunderschön, wunderbar. Ja, zurück zur Garage. Ja, let's fail. Ich sag's euch. Ich weiß nicht, ob ich das hochladen werde. Oh, da schäme ich mich aber. Aber hier den einen, im ersten Gefecht haben wir richtig schön einen von Latz geballert. Ey, die Karte kenne ich, glaube ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich hab doch keine Ahnung. Ja, dann wollen wir mal. Ja,
Die Musik hat sich auf jeden Fall nicht geändert. Und ja, dann wollen wir auch mal jetzt mal so ein bisschen mal gucken, ne? So, und es geht dann direkt los. Zack, 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 hier. So, ich folge einfach mal hier dem ganzen großen Pulk an Panzern. Machst du nichts falsch mit, da machst du nichts falsch, ne? Ah, haben wir dann hier Dingens. Nur der Sherman ist relativ langsam. Gut, da ist auch nur der Standardmotor drin, weil ich schnell weiter wollte. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Sachen ich eigentlich, also in dem Technologiebaum, man kann ja da verschiedene Sachen erforschen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt unbedingt erforschen wollte, weil es ist halt einfach so lange her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe gerade vor der Aufnahme nochmal 2-3 Minuten gespielt, so um mal so ein bisschen wieder in eine Steuerung reinzukommen, aber ja, ob das was gebracht hat, das weiß man jetzt nicht, ne? Aber wir gucken trotzdem mal hier, ja. Ich weiß nicht, ob ich da stehen bleibe. Ja, also ich sag mal so, unsere Kanone ist auch nicht so die beste. Deshalb, wir sind eher so, ja, so für mittlere Distanzen. Dafür ist der Schirm gut. Und bitte, Leute, falls ihr Spieltipps sucht, nicht mich fragen oder nicht hier das nehmen. Das sind hier natürlich alles, Let's Fail halt. Oh, da haben wir was. Ja, und da würde ich jetzt gerne mal wissen, ob ich da getroffen habe. Man weiß es nicht. Ja, da auf jeden Fall die Arti. Fuck this camper team, I'm done. Ja, hier ganz viel, also was mir aufgefallen ist, vorher haben alle Leute irgendwie was in Polnisch oder Russisch geschrieben und jetzt viel Englisch, liest man im Chat. Zack. Da haben wir einmal hier. Zack und raus sind wir. Aber wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Ich würde jetzt gerne nochmal hier das Gefecht zu Ende sehen, aber ja. Nee, lass mal. Ich trinke mal jetzt einen Schluck Wasser. Ja, und da ist jetzt hier die Frage. Hier, dann gucken wir mal hier. Erforschen. Wir haben hier Erfahrung. Gefechtserfahrung. Und das kann man irgendwie umwandeln, habe ich gehört. Wie geht das? Wie geht das? Wie kann man das umwandeln? Das würde ich gerne wissen. Ja, genau. Man muss das dann für Gold umwandeln. Und nein, das machen wir nicht. Geld stecke ich in Free-to-Play-Spiele, also generell nicht. Das ist mir einfach nicht wert. Also, wir könnten jetzt mal hier... Ach, wisst ihr was? Wir spielen hier einfach mal den russischen Panzer und mal gucken, ist das Russland? Ne, ist russisch, ne? Oder? Oder nicht? Ist das russisch? Ne, warte mal, Forschung, hier müssen wir mal gucken. Ne, das ist nicht russisch. Ne. Tschechoslowakisch ist dieser Panzer. Ja, den können wir mal, den checken wir mal aus. Das ist natürlich, und die Einsergefechte, da kann ich auch was reißen. Also da habe ich auch ein bisschen Erfahrung. Ach, das werden wir ja wohl noch hinkriegen. Und ich guck gerade mal hier so aufs Dingens, auf meine Uhr. Ich hoffe, man hört das nicht.
Handy-Uhr for the win. Wer hat noch eine normale Uhr? Wir gucken alle aufs Handy. Ja. Immer diese Armbanduhrträger. Ja. Einsergefechte. Kannst du lange drauf warten. Jetzt ehrlich, ey, jetzt ohne Scheiß. Dauert das jetzt wirklich so lange? Was soll das? Ich will spielen. Ich will Unreal Tournament spielen. Ach ja, der echte Gangster. Es geht los, es geht los. Meine Fresse. Eine Minute warten wir jetzt schon. Was soll das? Ey, da will man einen neuen Panzer ausprobieren und dann ist hier nichts mit der Kacke hier. Was soll der Kack hier? Mensch, Gefecht verlassen. Das finde ich jetzt irgendwie scheiße. Das ist wirklich scheiße. Ja, komm, dann nehmen wir hier den T67 und zack, nochmal ins Gefecht. Ich glaube, das ist jetzt auch das letzte Gefecht, was wir jetzt machen. Ich weiß gar nicht, wie lange spielen wir jetzt schon? Boah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wir gucken einfach mal. Wir zocken jetzt einfach mal ein bisschen und versucht macht klug und wir spielen jetzt einfach noch ein bisschen. Ich hoffe, da geht die Gefechtssuche schneller. Und es geht. Hier, befolgen Sie die Regeln. Fügen Sie einen Spieler Ihrer Ignorierliste zu. Erhalten Sie von ihm keine weiteren Nachrichten und Einladungen von ihm. Hör auf, die Mutti. Ihre Unterstützung wurde angefordert. Was denn mit Unterstützung? Kenn ich den? Hilfe! So, wir fahren jetzt hier einen Jagdpanzer hinterher. Wir fahren jetzt einfach hier dem Jagdtiger hinterher. Ist doch einer, oder? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Es ist... Ja, es ist ein Jagdtiger. Keine Ahnung. Was weiß ich denn schon von Panzern? Oh. Ich sollte mich verstecken. Direkt kriege ich hier einen reingedrückt. Fängt ja schon gut an jetzt hier. Definitiv. Schöne Scheiße. Turm blockiert. Ladeschütze ausgefallen. Nachladen dauert länger. Ja, schön. Ich kann gar nichts mehr hier. Den hätten wir noch erwischen können, aber... Zack, und draußen sind wir. Scheiße. Mann, bin ich schlecht, Leute. Oh mein Gott, das war schlecht. Das war wirklich sehr, sehr schlecht. Ja. Leute, Freunde, ja, ich beende jetzt hier auch mal so die Folge. Das war einfach mal so der guten alten Zeiten willen, so ein bisschen Retro World of Tanks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, falls es euch gefallen hat, dann abonniert, teilt das Video und lasst einen Daumen nach oben da oder schreibt einen Kommentar. Ein bisschen Kritik würde mich freuen. Und checkt auch mal meine Social Media Kanäle aus. Auf jeden Fall, Alex Maxim, ich bin raus. Ciao. Haut da rein.